Nützt nichts. Nützt nix. Ich kann TS einblenden. Hier, da, TS. Ist Ja, auch ein immerhin schönes. besser als nichts. Hallo, Zuschauer. Warte mal, oh, so. schlafen. So, dann sieht man auch, wenn wir reden. So. Der Minecraft-WG Bum Bum Baum. Bum Bum Baum. Der Bum Bum Baum. Der Bum Bum Baum. Mein Kleid, mein Kleid, mein Kleid. Mein Kleid. Was, dein Kleid? Mein Kleid. Ist nur ein bisschen klein. Ich muss mein Kleid, mein Kleid, mein Kleid. So. Kann ich den TS wieder Mois, tu die Finger da weg. Was für Finger? Multiplayer. Ich weiß nicht, was du meinst. Nur 3 Stunden dauert es, zu starten, ey. Rasa, das ist doch immer so. Das ist zum Brechreiz kriegen. Warum startet das jetzt nicht? Login in, ja, das stand da gerade schon mal. Wusa, Creeper, Wusa. Creeper. Komm her, komm her. Pam! Es hat jetzt nur 3 Minuten gedauert, ne, 4 Minuten. Und ich bin immer noch nicht da. Bin ich schon da auf dem Server? Ja, zumindest in der Liste. Ich muss noch kurz die Katzen aussperren und hier oben ein Fenster aufmachen. Sonst sterbe ich einen grausamen Ich sehe die Knüppe! Ich sehe die, du hast ja an die Ecken sind die, an den Ecken. Ja. Ich kann sie sehen, ich kann drüber laufen. Ich glaube, man muss da einmal abstürzen, damit es geht. Geil. Wahnsinn. Den habe ich vorher nicht gesehen, die war vorher nicht da. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn ist das. Jetzt siehst du es. Der Wahnsinn. So, was wollte ich eigentlich machen? Messer Raider, dafür brauche ich Gummi. Hast du den Gummi mittlerweile hergebracht? Guckst du mal in deine Kiste? In die, da, im Lager unten. Da, wo deine Sachen für die, wo wir gerade aus der Hölle gebracht haben. Ja. Ich habe dir die einen, der eine Rubber und die Zeppelins sind in einer Reihe. Das und dann habe ich dir auch noch den anderen Zeppelin mitgebracht, der quasi zum Ernten. Der Rubber Tree Zeppelin? Genau, da ist nur einer da und das ist der quasi, den man ernten kann mit der Tree Tap. Aber da war vorhin einfach nichts dran und deshalb habe ich den gleich abgeklatscht. Achso, ja, kein Problem. Ich hätte auch noch eine Menge Rubberwood. Die können wir in den Pulver. Nee, die muss in eine Sawmill reinhauen. Eine Sawmill? Ja. So, jetzt haue ich das alles in den Ofen rein, ne? So, dann gehe ich jetzt mal wieder Dings farmen, ne? Hier Marble, wenn ich dann einen finde. Mach das. Moment mal, da ist doch auch so ein Rubberboot. Aber da ist auch wieder nichts zum. Okay, abholzen. Jetzt wird derzeit kein Fisch gekocht. Naja. Haben wir eh genug Fisch. 3 Stück bekommen, schön. So, wir bräuchten bestimmt wieder Kupfer, ne? Für die Kabelsche. Kabellein. War nicht ja, hier. Ja, klar. Unten. Dafür brauche ich Unsolated Copper Cable. Und dafür muss ich. Oh, das ist nicht mehr so wie früher, das geht jetzt anders. Entweder in Metallformer, den habe ich natürlich nicht. Oder ich nehme ein Copper Plate und zerschneide das. In. Unsolated Copper Cable. Alles klar, dafür brauche ich ein Copper Plate. Wo kriege ich die Copper Plate her? Die mache ich aus 4 Kupfer einfach. Alles klar. Alles klärchen. Ich drehe am Rad. Haben wir Kupfer? Da. Nehmen wir mal uns mal 8 Stück am besten. Oh Gott, wir haben auch 2 verschiedene Kupfer. Einmal aus Industrial Craft und einmal aus Thermal Expansion. Sowas aber auch. Eigentlich, der zeigt dir doch manchmal verschiedene Sachen an, dass du das auch mit verschiedenen Sachen zusammencraften kannst. Muss nicht unbedingt 2 verschiedene Sachen sein. Nee, ich habe nur gerade gesehen, dass es 2 verschiedene gibt. Mehr habe ich gar nicht gesagt. Okay. Oh, mit was für einer Schere muss ich das jetzt schon wieder aus... Oh. Das ist natürlich ein Cutter. Wie baut man denn einen Cutter? Natürlich, aus Iron Plates 3 Stück und 2 Irons. Alles klar. Wer sagt denn, dieses Modpack wäre einfach? Könnte alles so viel einfacher sein. Niemals! Aber nein, wir alte Spieler werden wieder überfordert. Also das Modpack ist schon sehr extrem. So, jetzt habe ich das. Jetzt nehme ich diese hier und dann kriege ich Kupferkabel raus. Sehr geil. 4 Stück. Das reicht das? 4 Stück? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Warum auch? Ich habe heute fast nichts geschafft hier, weißt du? Ja, frag mich mal. Ich habe nicht einen Stein in meiner Villa gesetzt.
Kreis. Weil ich einfach keinen Marble hier finde. Tut mir leid, es gibt keine Marble Essenz. Ansonsten würde ich sie für dich anbauen. Ach, das sind die Schere. Oh, Schere wollte ich den Cutter. Denn? Oh Mann, ey. 12. So, jetzt aber. 3 Stunden später, er hat es geschafft. Oh ja, Fee trinkt selbstgemachte Zitronenlimonade. Lecker. Nom, nom. Hat Fee zum Geburtstag gekriegt von einer Freundin. Ja, ich habe hier Zitronenlimo und Kräuterlimonade. Selbstgemacht aus dem Garten. Voll geil. Und nachher brenne ich Voices Kerzen an. Juhu! Ja! So, dann das. Oh, noch Redstone. 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 Hier, Marble. Nö. Jetzt habe ich das gebaut. Au! Knick, knack. Hab ich Cobblestone. Kniggedi, knack, knack. Knack, knack. 3 Cobblestone brauche ich. Oh, und 3 Flint. Haben wir irgendwo Flint bestimmt, ne? Keine Antwort mehr. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist deine Super? Gib mir schon wieder den. Vielleicht bei Erze? Nein. 12 Surges Quartz Ore. Wuhu! Nice, Mann. Und du bringst es auch schon an die richtige Stelle, so ist gut. Jetzt sag nicht, dass wir keinen Flint haben. Gibt's ja wohl nicht. Es gibt kein Flint. Doch, da. Es gibt kein Flint. Doch. Kein Flint. Hast du auch schon Pflanzen, die Eisen wachsen lassen können? Bin ich noch bei. Kein Flint für Run the Moon. Kein Flint für Run the Moon. Wieso kann ich denn jetzt keinen Macerator bauen? Was fehlt denn jetzt? Ach so, in der Mitte ist, das sieht genauso aus wie Dings. Ein Basic Machine Casting. Ach Gott sei Dank ist das nur aus 8 Eisenplatten. Aber 8 Eisenplatten, die muss ich ja aus. Ich hab 5, ich brauche mehr Eisen. Machst du mir dann 4 Eisen mit? Was, barren willst du oder was? Eisen. Für die Pflanzen brauche ich 4 Eisen. 4 Eisen barren oder wie viel oder was? Ja, Iron Ingots. Kannst du die da rausnehmen? Ja, sind die hier drin? Muss auf das Lila-Ding klicken, genau. Ah, okay. Ah, Copper nehme ich mir auch mal für die Copperpflanzen. Für die Körperpflanzen? Copperpflanzen. Körperpflanzen? Ja, Körperpflanzen. Eisen wäre wichtig, wir brauchen unbedingt Eisen. Also ich habe genug. Ja, ich habe jetzt gerade schon 4 Stacks verbraucht. Wie viel hast du denn noch? Denke ich auch nochmal so 4-5 Stacks. Okay. Aluminium nehme ich. Kiste in der Erde. Ja, ich bin ja. Jetzt habe ich erstmal noch. Danke. Silber kann ich auch. Es kann doch nicht sein, dass es hier keinen Quarz nicht gibt. Quarz, sage ich schon. Hier. Marble. Das ist schon nicht mehr normal, wie viele Höhlen ich abgegrast habe. Ah, ich habe meinen Macerator. Juhu. Yay. So, haben wir noch irgendwo Strom? Natürlich nicht. So. Das schaffe ich in der Aufnahme ja heute auch noch. Leadstone Energy Conduit. Habe ich sowas noch? Yay, habe ich noch. Leadstone Energy Conduit. So. Dann kommt das Ding einfach hier hinten hin, den Macerator. Da hinten war ich doch schon. So, dann gibt das Ding auch noch Strom. Wieso kann ich hier nicht an Strom anschließen? Oh. Super. Och, meine Wrench ist natürlich auch Schrott, ne? Oh, die war ja. Wie hieß die noch? Das war irgend so ein Hammer, hieß der, ne? Warte, ich habe ihn noch nicht gebaut. Doch, da ist es. Brille. Da brauche ich Zinn für, okay. Zinn und Eisen. Eisen 1, 2, 3. Zinn 1, so, zack. Ich gehe nie wieder in die Höhle, da geht so viel verloren. Also ich habe keine Probleme gehabt. Kann ich den Messerrechner nicht an Strom anschließen? Was ist denn das für eine Scheiße?
Industry Craft 2. Wahrscheinlich kann ich mit dem Ding nicht anfangen, weil das nicht aus. Ja, es kommt aus Thermal Expansion. Ich brauche irgend so ein Wrench wahrscheinlich aus dem. Was für ein Mod habe ich jetzt gesagt gerade? Thermal? Thermal Expansion, irgendwie sowas? Ja, nee, das war's ja, was ich nicht brauche. Boah, das ist das andere. Was war das denn jetzt? Industrial Craft. Gibt's da überhaupt eine Wrench? Ja, Industrial Craft 2, Wrench, da. Die brauche ich. Okay, dafür brauche ich nur Kupfer, das ist einfach. 6 Stück. Kupfer. Ich finde aus der Höhle nicht raus. Das ist super, das ist toll. Wieso geht das denn jetzt nicht? Weil das Kupfer aus Thermal Expansion ist. Man braucht natürlich Kupfer aus. Nicht ausrosten, Rosa. Nee, es müsste eigentlich gehen. Es müsste jedes Kupfer. Ach, das ist gar kein Kupfer, das ist Bronze. Wie stelle ich denn jetzt wieder Bronze her? Normalerweise aus Kupfer und Zinn. Schlafenszeit. In welchem Verhältnis? Ich glaube, 2 Zinn, ein. Also aus dem Dust machst du das, ne? Kannst du das nicht auch in der Smeltery machen? Rein theoretisch? Müsste eigentlich. Ich sauf ab! Ich hau mal Kupfer und Zinn in die Smeltery. Yes, Blaze! Ein Counter für dich! No! Doch. Ich kam da nicht raus, obwohl über mir nichts war. Was war denn das für ein Kack? War ich zu schwer? Vielleicht. Oh, warne ich jetzt? Ich hab doch hier meinen Todespunkt, oder? So, dann schmelzen wir mal, dass mal irgendwas bei rauskommt. So ein Mist! Jetzt muss nur noch die Fee irgendwann sterben. Weißt du, ich kämpfe gegen 4-5 Zombie-Pigmen und dann ersaufe ich, ne? Deprimierend. Das ist irgendwie peinlich. Na, das ist wirklich peinlich. Ich gehe mich mal in die Ecke und schäme mich. Das ist auch besser so. Armer Blaze. Ach, jetzt weiß ich auch, warum ich nicht hochkam. Weißt du, kannst mal gucken, ob ich den Messerator richtig aufgestellt habe. Irgendwie kriegt er keinen Strom. Man sollte nie unter Eis auftauchen. Oh. Könnte wehtun, ja. Man könnte Probleme kriegen mit dem Auftauchen. Eis. Molten Alumite. La 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 la. Ach ja. Na, ist der heute schon wieder müde? Ja, im Gesicht. Ist so schön hier mit dem Craften. Es dauert so lange. Und ich habe heute nichts geschafft. Ich will wenigstens den Messerator richtig anschließen. Ich habe Obsidian-Pflanzen und Zirtis-Quarz-Pflanzen hingekommen. Das ist sehr gut. So, jetzt haben wir geschmolzenes Kupfer. Jetzt schmelzen wir noch ein bisschen Zinn und dann gucken wir, was da rauskommt. Du brauchst größere Felder, wir brauchen mehr davon. Ja. Viel mehr. Viel mehr Felder. Wie kann man denn diese Pflanzen züchten? Dabei stehen und gießen. Da hat irgendwas gerumst. Und ganz viel Essensdust und. Gießen klar. Oder reicht's auch, wenn du so eine Sprinkleranlage da drin hast? Nee, schneller ist, wenn du gießt. Okay. Und wenn die großen, du baust sie ab, hier hinter dir ist eine. Und dann krieg ich Hunger. Dann kommt das da raus und auch nochmal eine neue Pflanze raus. Und da können theoretisch auch mehr Pflanzen rauskommen, ja? Manchmal kommen dann mehrere Samen raus, ja. Aber wichtig sind diese Essence Dusts, die du rauskriegst. Und okay. Je nach Pflanze brauchst du richtig viele davon, weil du musst. Ich hab hier noch Essence Dust. Oh, ja, dann einmal bitte her damit. Ganz viel. Ja, 3 Stück habe ich nur, aber egal. Die habe ich irgendwo aus der Hölle. Da kann man die abbauen. Ah, okay.
Wieso, was machst du damit dann? Bitte? Was machst du mit den Essenz Dust? Warte, ich zeig dir das. Lass uns mal bis zum Tag zum Table hier gehen. Ach, jetzt ist mir gerade eingefallen, ich habe gerade, glaube ich, fast 50 Level verloren. Ja. Pass auf. Diese Weak Infusion Stones brauche ich zum Beispiel Dust, einen von diesen Weak Essence hinzukriegen. Ja. Und die brauche ich, um die nächste Stufe rauszukriegen, um dann irgendwann die hier zu bekommen und dann die nächste Stufe. Und damit kann mit der nächsten Stufe von dem hier kann ich zum Beispiel dann Diamanten anbauen.